Hier spricht Oskar, willkommen zurück zu Harvest Moon, deiner Tierparade. Wir haben einen ganz guten Tag erlebt und sind jetzt auf dem Weg, ein bisschen Dinge noch zu tun, bevor wir jetzt gleich dann den Zirkus erleben. So war der Plan. Ich schau mal eben in mein Inventar. Hab nicht mehr so wirklich viel, was wir jetzt an diesem Tag eigentlich tun können. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind eigentlich so weit, dass wir... Ah, ich lasse die Tiere schon mal wieder rein. Wir sind eigentlich so weit, dass wir in der Theorie diesen Tag beenden können. Einfach um zu gucken, wie das auf dem Zirkus ist. Wie das dann auf dem Zirkus ist. Rein mit euch. So. Aber man kann natürlich sagen, wir können auch ein bisschen angeln. Wir können auch mal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld rauskriegen können. Ihr wisst schon, wie das geht. Wenn wir denn genug Glück haben, dass das funktioniert. Das ist natürlich immer die Sache. Werden wir merken, werden wir schon hinkriegen. Das ist der Plan. Zumindest noch ein bisschen angeln. Vielleicht so bis 8. Okay. Vielleicht so bis 18 Uhr in-game. Mal so ein bisschen, ihr wisst schon, Dinge tun, Zeug machen, damit wir einfach noch ein wenig Fortschritt sichern können. Ich weiß auch nicht genau, was wir an dem... Okay. Was wir an dem Festtag so machen können, was wir an einem Zirkustag so machen können. Anders natürlich, als uns wahrscheinlich eine Zirkusvorführung in irgendeiner Form anzuschauen. Deswegen besser noch mal ein bisschen Geld machen jetzt und dann eventuell... Warum ist das so krass am Vibrieren, meine Güte? Ich guck mal eben was. Na gut. Scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht liegt es daran an der wenigen Batterie, dass er so krass zittert, wenn ich hier was aus der Angel hole, weil das ist, als ob man sich rasieren würde. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber ihr seht, ich spiele auch heute nicht mit Kopfhörern, sondern ich habe es über die... Ach Mist. Ich habe es über die Boxen laufen. Liegt daran, dass, wenn ihr die Folgen aktuell schaut, wisst ihr, dass mein Mod hier ist, wir alles mögliche an Zeug aufgebaut haben und ich nicht jede 5 Sekunden die komplette Technik umstecken will, damit irgendwas anders funktioniert. Deswegen habe ich heute mal auf Kopfhörer verzichtet. Das sollte kein Problem sein. Gehe ich jetzt mal einfach von aus, dass das okay ist. Dass wir das hinkriegen. Dass wir erwachsen genug sind, um darüber hinweg zu sehen, dass ich keine Kopfhörer aufhabe. Aber das andere ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ich keine Kopfhörer aufhabe, höre ich mich halt selber mehr. Und habe dann immer das Gefühl, ich rede komisch. Obwohl ich genauso komisch rede, wie wenn ich Kopfhörer aufhabe. Nur, mir ist das bewusster, was ich erzähle. Hört sich doof an, oder? Aber wenn man sich die Ohren zuhält und dann redet, dann fühlt man sich halt ein bisschen, ich weiß nicht, sicherer vor der Außenwelt. Das ist auf jeden Fall die Bilanz des Tages. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich will in den Zirkus gehen und ich nehme euch alle mit. Ich hoffe, der Eintritt ist frei, weil sonst könnte es ein teurer Spaß werden. Bergbau hat richtig Coleros gegeben dieses Mal. Fischerei aber auch. Also, irgendwie, Angeln lohnt sich doch. 3300 G ist eine ganze Menge G. Und jetzt wird es wahrscheinlich gekloppt und geklopft, weil Zirkus, hoffe ich zumindest. Nee, es wird einfach gesagt, Zirkus, yay! Und am 28. ist dann das Milchfest auf den Flötenfeldern. Da können wir eventuell mit Heinzens dann teilnehmen. Ein Ereignis wissen wir nicht, Jahrestage wissen wir nicht. Brauche ich irgendwas aus meinem Inventar? Ich habe die Gießkanne dabei, ich habe den Melker dabei, ich habe die Bürste dabei. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch brauchen würde. Also, go get it. Denn es ist Zirkus. Und Zirkus bedeutet, wir haben Spaß mit Tieren beim Spiel, das Tierparade heißt. Es sollte gut werden. Wir werden es einfach sehen. Es begrüßt uns keiner beim ersten Mal Zirkus? Das ist aber langweilig. Das finde ich aber nicht okay. Was haben die gesagt? Ab 15 Uhr wäre das in Ordnung? Mit dem... Ab 15 Uhr sind die dann auf dem Dorfplatz? Habe ich gestern gelesen, zumindest, beziehungsweise in-game gestern, dass dann jemand... Oh, okay, ich wollte schon sagen. Dass dann jemand in der Lage ist, uns zu sagen, was los ist. Dass dann jemand in der Situation ist, okay, ab 15 Uhr ist das Zirkusfest und vorher ist erstmal nicht viel. Vorher sind vielleicht Vorbereitungen,
Und vorher muss man vielleicht nicht dahin gehen. Ich weiß nicht, ob ich Hühnereier und so behalten soll. Trotzdem packe ich die jetzt erstmal dahin. Was ist das denn? Normal beides oder was? Normales Hühner und normales Entenei. Ich fütter euch mit der Hand, ich streichel euch, ich sage euch jeden Morgen, wie lieb ich euch habe und das hat irgendwie keine Wirkung. Ich habe das Gefühl, bald werde ich kein Vegetarier mehr sein oder Fischliebhaber, sondern ich werde versuchen, Fleisch zu essen von Hühnern und Enten, wenn die so weitermachen. Und vielleicht auch von Kühen, wenn ich nicht langsam mal gute Milch kriege oder famose Milch oder sonst irgendwas. Hallo ihr Süßen, einmal für dich. Und einmal für dich. Yay. Mary und Heinzens, versteht ihr euch? Geht's euch gut? Macht ihr das okay? Habt ihr Spaß? Ja? Guck mal. So, dann packen wir das mal weg. Streicheln es nochmal mit der Hand. Streicheln noch Heinzens nochmal mit der Hand. Und gucken nochmal, nachdem wir jetzt dieses ganze Ritual gemacht haben, was ist denn heute drin in Heinzens? Normale Milch. Okay. Dann rufe ich mal ein wunderbares französisches Restaurant an und frage mal, ob die eventuell noch Interesse haben am wunderbaren Hinternschinken. Kuhhinternschinken. Wenn die sich nicht langsam mal zusammenreißen. Ich hoffe, das Feld wird langsam was. Ich brauche unbedingt mehr Geld. Ich brauche mehr Kohle, damit wir mehr Dinge tun können. Damit wir... Es hieß so in den Kommentaren, warum habe ich so viel Geld und so wenig? Man muss natürlich dazu auch sehen, normales Chili, okay, nice. Man muss dazu natürlich auch immer, und gutes Chili, man muss dazu natürlich auch immer wieder sehen, ich spiele natürlich, ich sage jetzt mal für euer Auge, relativ langsam. Bei mir ist der 22. Ingame-Tag, aber wir haben schon mindestens doppelt so viele Folgen aufgenommen. Und wenn man selber spielt, dann geht man natürlich schneller durch die Tage. Ich habe nur einmal in einem Ingame-Tag die Möglichkeit, dass ich überhaupt Geld bekomme. Deswegen ist es natürlich so, es fühlt sich alles langsamer an. Das ist mir auch bewusst und klar. Daher hatte ich auch eigentlich Angst vor dieser Art. Ah, jetzt, das ist auch ein guter Tipp. Ich kann hier diese Aufladung, kann ich selber ziehen. Wenn ich das einmal schwinge, dann muss ich nicht so warten, dass ich auf dieses Aufladen warte, sondern ich kann einfach einmal so ziehen und dann ist er sofort voll aufgeladen, damit ich dann gießen kann. Nee, aber ja, man kriegt nur einmal am Tag in-game Geld, deswegen sieht es wahrscheinlich so langsam aus für den einen oder anderen, der dann ja einfach mal 1-2 Stunden am Stück spielt und dann auch mal 1-2-3-4 Tage macht in-game. Das mache ich natürlich hier nicht. Sondern immer nur ein paar ausgewählte Minuten an einem Tag. Okay, ich kriege das langsam hin mit der Steuerung. Sieht super fuchtelig aus und super so, als ob ich... Ich bin voll der krasse Schlagzeuger, denn ich habe ein Fable für Schlagzeuger. Oh. Sollte ich auch erst die Taste drücken, bevor ich dann... Oh. Naja, gut. Zack, perfekt. Das war's. Sehr gut. Bin mir sicher, dass ich das gute Chili halten sollte und das normale Chili verkaufen, weil ich weiß nicht, wofür das Chili gut ist. Und ich weiß, dass es... Oh, ja, sollen wir das Gras mähen? Ich sag einfach mal, ja, lass uns das Gras mähen, es ist noch relativ früh am Tag. Wir haben die Zeit, ich habe die Vermutung, dass es wirklich erst ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz ist, deswegen chillen wir mal eine Runde, wie man auch so schön sagen tut. Und machen hier ganz in Ruhe das Zeug weg. Ja. Ist Chili, kann man wahrscheinlich nicht jede 2 Sekunden anbauen. Deswegen bin ich froh, dass ich das habe. Und ich weiß nicht, für welche Rezepte ich das brauche. Von daher halte ich da auf jeden Fall was in der Hand. Bis wir mehr wissen, was wir damit genau machen wollen. Ich bin auch immer noch der Meinung, wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die Tukan-Insel. Klar, wir brauchen einfach das... So, das kann Currypulver machen, okay. Wir brauchen einfach diesen Mehrwert. Wir müssen Ananas, Bananen holen. Wir müssen uns damit den Leuten unterhalten. Und wir brauchen einfach mehr Anlaufstellen, wo wir dann doch nochmal hier und da einfach Loot kriegen können. Und vielleicht auch doch noch da mal nach den Rezepten schauen. Ich weiß, dass dort auch
neue bzw. eigene Rezepte da sind. Ich weiß, dass es dort eigene Saaten gibt für Chilischoten und sowas. Oder Kaffee, das haben wir ja. Das können wir ja nicht hier kaufen. Und dort gibt es halt auch den Pinguin, den ich natürlich sehr gerne weiterhin umgarnen möchte. Von daher immer mal wieder auf die Tukan-Insel. Ich weiß, das kostet immer richtig viel Geld, das wir nicht haben auf Anhieb. Und bei 3000 bin ich eher der Meinung, dass ich... Ah, Moment, davon behalten wir mal eins. Davon brauchen wir keins behalten. Pilze können weg. So, dann gucken wir mal, was jetzt im Dorfplatz geht. Ich könnte auch oben lang gehen. Obwohl, Sonnenfeiertag ist die... Ist auch der Schätzer geschlossen. Sonst hätte ich gedacht, wir können eben die Sachen schätzen gehen, können dann auf den Dorfplatz. Lohnt sich aber heute nicht, also lass uns sofort auf den Dorfplatz gehen und schauen, was geht. Vielleicht können wir schon mal das Event triggern für einen eventuellen Zirkus. Das finde ich natürlich cool. Und ich glaube, es gab auch Aufgaben beim Zirkus und das ist nicht nur eine reine Attraktion, weil der Zirkus kommt einmal im jeden Monat und bringt dann Aufgaben mit sich, die wir erledigen können, die, glaube ich, optional sind. Ich weiß nicht, ob wir die zur Hauptstory mitzählen sollen. Vielleicht bin ich da auf eure Hilfe angewiesen. Und vielleicht sagt ihr mir auch, dass es sich lohnt, den Zirkus, die Zirkusaufgaben zu erledigen. So, ich meine, es gab da welche. Mew habe ich ja immer oft über die Schulter geschaut bei diesem Game. Von daher, ich weiß nicht. Inwiefern sich da was lohnt. Ich hoffe, dass der jetzt auch da ist. Und nicht einfach nicht da ist. Oder man noch lange warten muss. Das wäre nicht okay. Für meine Ungeduld wäre es zumindest nicht okay. Ach schön, wenigstens ihr lauft hier rum. Das ist schon mal was Gutes. Bitteschön, das ist für dich. Weil mit der Linda habe ich noch nicht ganz so viel zu tun gehabt. Oh, das ist nur... Das war nur Noten. Das ist nicht okay. Das war kein gutes Geschenk. Als ein Löwe brüllte, fing ich an zu weinen. Ich habe mich so geschämt. Immer noch Zirkusgeschichten, sehr gut. Guten Morgen. Als wir jünger waren, bin ich mit meiner älteren Schwester in den Zirkus gegangen. Sie hatte solche Angst vor dem Löwen. Dabei sind Löwen nur große Katzen. Okay. Ein neues Leben anzufangen ist spannend. Das ist korrekt. Hi, Selina. Guten Morgen. Der Zirkus findet auf dem Kirchplatz statt. Ich will den coolen Löwen sehen. Morgen. Im Zirkus gibt es... Ich habe meinen Vater immer hierher geschleppt. Okay, nochmal. Wie läuft es? Mach nicht so schnell. Schade. Den Zirkusdialog habe ich fett weggeklickt. Das war nicht meine Absicht. Das ist trotzdem passiert. Hi, Colleen. Guten Morgen. Ich frage mich, ob vielleicht jetzt schon jemand dort ist. Ja, das frage ich mich auch. Deswegen gehe ich da jetzt schon mal hin. Dort. Dort auf den Kirchplatz, wo der Zirkus wohnt. Für diesen Tag. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Von einem anderen Kontinent? Kam der mit dem Schiff? Oder zieht der durchs Land? Und wie groß ist dieses Land? Mal schauen. Auf jeden Fall lädt er etwas länger. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich will das nicht so sagen, aber niemand ist auf dem Kirchplatz. Die bauen noch auf, sagt man auch. Du weißt schon, im Hintergrund. Naja, also erst ab Ingame 15 Uhr. Vielleicht sehen wir auch heute deswegen gar keinen Zirkus. Das kann immer mal wieder vorkommen. Aber was weiß ich schon. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, wir werden Pilze sammeln. Und ihr habt gesagt, es lohnt sich auch, Pilze in den Höhlen zu sammeln. Also versuche ich auch das. Und die Frage ist auch, wenn ich in die Gamone-Mine gehe, eher nach unten oder eher nach oben laufen, was lohnt sich mehr vom Loot? Weil mir... Persönlich ist das egal, in welche Richtung ich gehe. Ich weiß, oben gibt es halt den Gipfel des Berges, unten gibt es halt den Lavasee. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, wir haben es alle gesehen. Und die, die die Folge nicht gesehen haben, schämt euch, warum wisst ihr das nicht?
Aber... Oder die Meereshöhle generell als Anlaufpunkt nehmen und gar nicht hier hingehen. Das wäre auch eine Möglichkeit, die man... Ich sag jetzt mal... Die man in Erwägung ziehen könnte. Ohne das jetzt... Voneinander abhängig zu machen. Oh, Mau Mau! Schaffen wir nicht, ne, niemals. Der ist viel zu weit weg gewesen. Oh, Pia ist hier. Oh, das hätte ich vorher wissen sollen. Mist. Naja, gut, ich gebe ihr das Golderz, was soll's denn? Bitteschön. Guten Morgen. Oh, wie schön. Vielen Dank. Gerne. Immer wieder gerne. Normalerweise gibt es im Zirkus viele Tiere. Nun scheinen aber ein paar von ihnen ausgerissen zu sein und nicht mehr viele sind übrig. Okay. Okay. Das ist interessant. Vielleicht ist das eine Aufgabe. Tiere wieder einfangen mit Lasso oder so. Jiha. Oh Mann. Ich hatte meinen Hammer nicht draußen, um den Maulwurf zu hauen. Peter ist jetzt glücklich. Und andere Tierschutzorganisationen. Außerdem, habt ihr schon mal einen Maulwurf im echten Leben gesehen? Die sehen so creepy aus. Oh mein Gott. Das ist eines der merkwürdigsten Tiere überhaupt. Und ihr denkt, Dickda ist komisch als Pokémon. Nein, ein Maulwurf ist merkwürdig. Mit so komischen Fühlerschnurhaaren und keine Ahnung. Und so, die sehen merkwürdig aus und man will es einfach nicht wahrnehmen. Oh, okay, jetzt, nein. Jetzt nehme ich sie mal mit hier von der Pilzebene. Ich weiß ja nicht, ob die bedenklichen Pilze in irgendeiner Form mehr wert sind als die herkömmlichen. Wir werden das nie erfahren. Habe ich das Gefühl. Das macht mir aber auch gar nichts, dass wir das nicht erfahren. Ich wünschte, ich könnte die Sachen schneller wegräumen und der wird mir nicht bei jedem Mal, wenn ich was aufhebe, zeigen, was das genau ist mit so einer kurzen Stopp-Animation. Das wäre schön. Oh, da sind noch mehr. Ein paar von euch haben gesagt, ja, das ist so das eine der wertvollsten Sachen, die man in den Minen finden kann, diese Pilzebenen, wo man einfach ohne Ende, ich meine, sicheres Geld rausholen kann, das verstehe ich, klar. Aber jetzt durch den letzten Bergbau haben wir auch ganz gut Geld gemacht. Ich meine, wenn so ein Edelstein, ein guter Edelstein, richtig Kohle abwirft, ich glaube, das kann schon Spaß machen. Wenn man jetzt, sage ich mal, 2, 3 Kristalle hier rausholt, die dann laut Beschreibung schon super selten sind, und man die verkauft, ah, mau, 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 Maulwurf auf die Fresse drauf. Oh. Nur ein bedenklicher Pilz. Auch die Zeit scheint gar nicht rumzugehen in-game. Habe ich das Gefühl. Da ist der Ausgang. Ja, nice. Ich weiß auch nicht, was los ist. Meine Nase juckt, man merkt. Oh nein, nicht wieder runter. Come on, ich wollte da hauen. 15. Eine nur tiefer gefallen. Das ist völlig in Ordnung. Auch so Ebenen, wo nur Kristalle rumstehen, sollte man die mitnehmen? Oder sollte man eher sagen, na... Ich sehe schon, das hat sich gelohnt. Weißer Edelstein, nice. Es sind nur 10 Minuten vergangen in-game. Vergeht die Zeit hier langsamer? Schnelligkeitsgras, Gas, yay. Das haben wir schon, okay. Den Pilz nehme ich mit. Vergeht die Zeit langsamer, wenn man sich in Höhlen befindet? Ich meine, es scheint so dahin zu kriechen. Mist, ich dachte, da kann ich auch eben quer drüber laufen, wenn ich schnell genug bin. Eben eine 12? Das ist nicht okay. Da war ich gerade schon. Wobei mir die Höhe der Ebenen relativ ist. Ich gebe es zu. Mir ist das egal. Hauptsache, ich kriege coolen Loot. Und anscheinend hat es keine wirkliche... Oh, Rucksack ist voll ernsthaft. Er hat es keine wirkliche Auswirkung auf unser, auf das, was wir in den Sachen finden, weil ein gelber Edelstein ist ein gelber Edelstein, egal auf welcher Ebene wir den jetzt finden. Von daher ist der Pilz. Nice. So, dann nehmen wir den noch mit, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Mit vollen Taschen lässt es sich sowieso schlecht looten. Und... Kann ich heute schätzen gehen oder nicht? Wenn ich schätzen gehen könnte, wäre das natürlich
optimal. Dann kann ich jetzt die Pilze wegbringen, können dann schätzen gehen und dann könnte ich alles schätzen gehen und damit die Tasche wieder richtig leer machen. Weil mit so Edelsteinen und auch Erzen, die wir jetzt dabei haben und die Tasche vollmüllen, haben wir einfach nie genug Taschenplatz, um mal richtig, richtig ordentlich was zu machen. Und ja, ich sehe es auch schon und ihr habt es auch schon gemerkt, den Zirkus werden wir höchstwahrscheinlich nicht. Warum wachsen auch die Pilze immer wieder extrem fleißig nach? So, okay. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht den Zirkus sehen. Das schaffen wir höchstwahrscheinlich nicht. Hallo, kleines Mädchen Claire. Morgen. Ich möchte auf dem Löwen reiten und auf dem Elefanten und der Giraffe. Ein Traum. Okay. Geschlossen, ja. Also die haben noch nicht auf, das können wir knicken. Hallo Barbara. Guten Morgen. Der Zirkus findet jeden Monat statt, aber er ist jedes Mal ein bisschen anders. Du solltest oft hingehen. Also jeden Monat solltest du hingehen. Man sollte jede Gelegenheit mitnehmen, ein bisschen in den Zirkus zu gehen. Hallo Rolf, was geht? Hey! Ich würde gern mit den Tieren im Zirkus spielen. Das ist was, worauf ich mich freue. Okay, du willst mit einem Krokodil und einem Löwen und einer Hyäne spielen. Okay. Ich hoffe, du hast die gute Verzichtserklärung vorher unterschrieben, dass falls die Gliedmaßen fehlen oder das Tier falsch anfasst, dass dann der Zirkus nicht dafür haften muss, weil das ist dann dein Problem. Und ich war schon mal im Zirkus und im Zoo. Ich möchte nicht unbedingt zwischen dem Tier und seinem Futter stehen oder bei manchen Tieren dabei sein, wenn die gerade hungrig sind. Das möchte ich nicht erleben. Ich weiß, dass Tiere zahm sein können zu sozusagen Besitzern. Auch solche Tiere, die dann doch schon mal ein bisschen nachdenken, ob die Hand beißen, die sie füttert oder nicht. Okay, verstehe ich. Aber als random Dude einfach rumlaufen, ich weiß ja nicht. Noch mehr Pilze. Yay, ihr habt schon recht. Das ist eine gute Einnahmequelle, weil es einfach viele dafür gibt. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn du viel Kleinvieh hast, ist ziemlich viel Mist dabei. Und das kannst du gut verkaufen. Das ist alles in Ordnung. Es ist erst 10.50 Uhr. Wir waren schon in der Mine. Wir haben wieder kaum Ausdauer verloren, weil wir auch immer mehr Powerberries finden. Und langsam weiß ich gar nicht mehr, was wir alles machen sollen, um unseren wunderbaren Farmstra in die Knie zu zwingen. Wir werden die Pilze abgeben. Okay, und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's in den Zirkus, meine lieben Freunde. Wir schauen mal, dass es Aufgaben gibt, die wir erledigen können. Und ich würde sagen, wenn euch das gefällt, stimmt ab. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es hier heißt, hier spricht Ustra. Bis dahin, ciao.